wir haben die ganze Zeit geöffnet gehabt. Allerdings haben wir die Geschäftszeit auf 18 Uhr reduzieren müssen, weil wir haben sonst bis 21 Uhr auf. Und ja, auch das haben die Leute dementsprechend angenommen und haben, ja, wie soll man das erklären, haben sich gefreut, dass wir aufhaben. Natürlich als Maßnahme muss man auch sagen, diese Hygienemaßnahmen, die man einhalten muss, das heißt ein ständiges Desinfizieren und den Leuten das Angebot machen, ihr könnt euch auch eure Hände desinfizieren und Maskenpflicht, brauchen wir gar nicht drüber reden, das hat alles gut geklappt. Da muss man wirklich sagen, die Leute haben sich angepasst. Ob sie es glauben oder nicht, ich kenne meine Kundschaft gut aus dem FF und dann weiß ich schon, wenn derjenige da hinten kommt, aha, der kriegt dann und das und dann sage ich zu ihm, also steht auch vor der Tür, bestellt. Ich mache das fertig und reiche es an. Essen darf keiner, weil dann die dafür ist der Laden zu klein, dann können wir die Abstandsregeln nicht einhalten. Also er bestellt, ich nehme die Bestellung auf, mache das fertig. Der nächste, der kommt, dann frage ich schon, hallo, was darf es sein? Dann kann ich sie schon mal im Hinterkopf mitbehalten und so läuft das ganz gut. Einen Lieferservice habe ich nicht eingerichtet, weil wir den überhaupt noch nie hatten und weil das dann von der Organisation her für mich als Alleinunterhalter zu schwierig gewesen ist. Wir haben eigentlich mehr Kundschaft, die sonst vielleicht nicht auf uns zurückgegriffen hätten, weil ringsherum alles zu war. Und deshalb kann ich nicht sagen, dass wir weniger verkauft hätten oder weniger Kundschaft hätten, sondern das hat sich anders verteilt. Dadurch, dass die Geschäftszeit begrenzt war auf 18 Uhr, hat sich das verteilt. Ich glaube einfach, dass diese Zeit noch länger geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bis Ende des Jahres vorbei sein soll. Kann ich mir nicht vorstellen.